schon ein komfortables Polster. Das war wohl einer der stärksten Schüsse, die wir bisher zu sehen bekommen haben. Also ich habe fast die Vermutung, dass der Torhüter froh ist, dass er hier nicht mehr die Hand an den Ball bekommen hat. Einfach mal Langholz. Das ist jedenfalls nicht Tiki-Taka in Reinkultur. Ein bisschen mehr Offensive muss schon sein. Cristiano Ronaldo. Jetzt aber. Und drin ist er. Was ist denn hier los? Was ist das für ein Fußballspiel? Also so einfach hat er. Das könnte was werden. Kyle Walker. Bernardo Silva haben wir hier. Also da hätte mehr draus werden können, wenn der letzte Pass ein bisschen besser geht. Gefährlich! Der war nicht so schlecht geschossen. Sie versuchen es mit dem Pass durch die Mitte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das das richtige Rezept ist. Vertikal gespielt. Der könnte durchkommen. Das ist Luis Suarez. Und der Pass. Bernardo Silva mit der Chance. Der ist drin. Hier spielt nur eine Mannschaft. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wird es zweistellig? Chance. Der ist drin. Hier spielt nur eine Mannschaft. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wird es zweistellig? Sie haben den Ball erobert, Sie haben blitzschnell umgeschaltet. Genau so musst du einen Konter spielen. Und damit hat er den Hattrick erzielt. Er macht sein drittes Tor am Heute. Luis Suarez hat auf den Pass gewartet, ist das schön reingelaufen, aber das war's dann auch schon. Der Ball, der ist schon wieder weg. Jetzt ist was. Nur noch der Torwart vor ihm. Luis, er zieht durch. Freunde, was für ein wunderbares Tor. Der Ball, der ist schon wieder weg. Jetzt ist was. Nur noch der Torwart vor ihm. Luis, er zieht durch. Freunde, was für ein wunderbares Tor. Neutralen Beobachter ja regelrecht weh, die werden auseinandergenommen und in ihre Einzelteile zerlegt. Ab nach vorn und hoffen. Siehst du das, wie sich da die Außenverteidiger immer mehr nach vorn orientieren? Ja, absolut, aber warum? Ganz klare Strategie, jetzt wollen wir den Gegner hinten reindrücken und je mehr Druck wir machen, umso mehr Kontrolle bekommen wir über den Gegner. Schießt ihn, er sitzt! Eine Zwei-Tore-Führung. Gegner. Schießt ihn, er sitzt! Eine Zwei-Tore-Führung, das ist komfortabel. Sehr gute Schusstechnik. Keine Chance für den Torhüter. Der hat noch nicht mal hingeguckt und legt den Ball genau dahin, wo der Ball hin muss. Einmalig, riesig, Kompliment. Bonucci. Seitenwechsel. Ibrahimovic. Paulo Dybala. Schlauer Pass. Ab und Richtung Treffer. Versenkt. Doppelpacker. Oh je, jetzt wird's richtig bitter.
Maradona. Hat ja viele Qualitäten, aber das technisch noch sauber hinzubekommen, das war echt schwierig. Aufs lange Ecke zirkelt. Dein Sensationell, das ist ein klasse Treffer. Ach du lieber Gott, das kommt alles noch schlimmer. Aufs lange Ecke zirkelt. Dein Sensationell, das ist ein klasse Treffer. Das ist eine 5-Sterne-Demontage. Ich empfinde schon fast so etwas wie Mitleid. Vom Wetter her, das ist ja auch mal ganz wichtig, sehr, sehr angenehme Temperaturen, wolkenloser Himmel, soll auch so bleiben. Na dann mal ab die wilde Fahrt. Das Stadion erstrahlt, sowohl innen als auch außen, wieder einmal in leuchtendem Rot. Schießt ihn auf, ja, der Treffer zählt! Das Tor von Aubameyang. Jeder Trainer muss froh sein, einen solchen Akteur in seinen Reihen zu haben. Sie haben auf das Tor gehofft und sie haben es ganz früh erzielt. Durch innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Bayern München gerät in dieser frühen Phase bereits in Rückstand. Den holen sie sich zurück. Gut aufgepasst. Einfach mal nach vorne gedroschen. Das ist Cristiano Ronaldo. Und macht den unteren Schuss. Sensationell. Das ist ein klasse Treffer. Hälfte 2 ist eröffnet. Cristiano Ronaldo. Der Ball kommt gefährt mit der und drin ist er. Das dürfte definitiv die Entscheidung gewesen sein. Eine Seele in der Stirnplatte. Und damit hat er den Hattrick erzielt. Alles, aber wirklich alles gelingt ihm heute. Er macht seine Tore. Fast nach Belieben. Neuer Spielstand 3:0. Aubameyang steht. Er schießt. Der Freunde, was ist denn hier los? Der Ball ist drin. Nutzen. Messi macht mächtig Alarm auf der rechten Seite. Mal sehen, was der so vorhat. Und sie holen ihn sich prompt zurück. Der sieht gut aus. Riese, er sitzt. Ah, das ist die kurze Variante. Und die Flanke. Sauber getimter Pass. Nur noch der Keeper. Auf und auf. Er hält drauf. Ans Aluminium. Ein Schuss, aber am Tor vorbei. Mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Der Gedanke. Aubameyang. Und der geht an den Pfosten. Also da kommt nicht jeder ran. Da hat er sich selbst in Schwierigkeiten gebracht, aber schlussendlich hat er die Situation dann doch noch gelöst. Super, öffnender Pass. Und ein Volley-Schuss. Der Ball ist im Netz. Unglaublich. Was für ein öffnender Pass. Und ein Volley-Schuss. Der Ball ist im Netz. Unglaublich. Was für ein Auftakt in diese zweite Hälfte. Schnell umgeschaltet. Genau so musst du einen Konter spielen.
Tolles Gegenpressing. Bernardo Silva. Er bringt die Flanke. Genau so müssen Sie die Sache jetzt angehen. Sie müssen jetzt so langsam aber sicher alles nach vorne werfen, wenn Sie hier noch etwas erreichen wollen, oder Hansi? Er schießt! Sensationell! Das ist ein klasse Treffer! Trefferquote reicht, um zu wissen, wenn dieser Mann die Chance bekommt, dann knipst er. Das wird hier so langsam eine ernsthafte Bewerbung um den Titel-Comeback der Saison. Überhaupt keine Frage. Eine Mannschaft hat hier gerade jetzt einen richtigen Lauf und den sollten sie jetzt versuchen auszubauen. Und der Pass. Einfach mal schießen. Da war der Torwart schon geschlagen.